Wenn ich auf Partys gehe, telefoniere ich mit mir selbst, damit man mich nicht anspricht. Doch irgendwann ist alles gesagt und ich muss auflegen. Wenn Leute mich dann ansprechen, erschrecke ich, verstecke mich am Boden, versuche in ein bodenloses Loch zu fallen, bis mir auffällt, dass gerade nur jemand eine Frage gestellt hat. All das passiert in nur 2 Sekunden, in weiteren 2 werde ich wieder aufgestanden sein, in weiteren 2 werde ich wieder Luft bekommen, in weiteren 2 lachen alle, die es zum ersten Mal sehen, zweiten Mal sehen, wie unangenehm das ist. Und manche lachen weiter und ich gehe weiter, dorthin, wo Menschen sind, die ich kenne und mag und kenne und mag, und ich kenne dieses Gefühl nur zu gut und mag es nicht, hier zu sein. Es sind so viele Menschen um mich herum, die ich nicht verstehe, weil es zu laut um uns ist und weil sie zu leise denken. Also gehe ich zu den Menschen, den ich kenne und mag, von dem es auf jeder Party nur einen gibt, und sage ihm, dass ich raus und rauchen gehe, obwohl ich nicht Raucher bin, denn mir raucht der Kopf und ich versuche zu atmen und... ein und aus, und ein und aus, und ein und aus. Und atme dabei mehr Zigarettenrauch ein, als tatsächlich Sauerstoff. Doch auch das beruhigt mich. Meist denke ich dann daran, wie viel schlimmer es gerade sein könnte. Zum Beispiel, wenn Menschen mich auf der Straße anreden, dann jagen Bienenschwärme durch meinen Kopf, meine Adern, meine Brust, meine Knie werden schwach. Meine Augen reißen weit auf, und bevor ich etwas Sinnvolles sagen kann, gehen sie weiter, weil sie glauben, dass jemand anderes ihnen den Weg auch besser erklären kann, der nicht hyperventiliert, überreagiert, vollkommen verwirrt in die Luft starrt und darauf wartet, dass jemand, der was Schlimmes tut, der was Schlimmes tut, der was Schlimmes tut, der was Schlimmes passiert, bevor er kapiert, dass gerade nur jemand eine Frage gestellt hat. Meist habe ich Glück und neben mir steht jemand, den ich kenne und mag, jemand, der mich versteht, mit beiden Beinen fest im Leben steht und den Leuten erklären kann, wo sie hin müssen. Dann komme ich nicht in die Verlegenheit, reagieren zu müssen und nicht zu können, müssen und nicht zu können. Ich muss so viele Dinge tun und kann es einfach nicht. So auch letztens, als mir ein Obdachloser hinterherruft. Wäre ich alleine gewesen, hätte ich die Kopfhörer auf, die Kapuze über dem Kopf und den Schal im Gesicht und hätte nichts bemerkt. So aber nahm ich ihn war vollkommen überfordert. Noch bevor ich irgendwas Sinnvolles sagen konnte, hatte meine Begleitung schon den Kopf geschüttelt. Nee, sorry gesagt, nahm meine Hand und wir gingen weiter. Hinter uns hörte ich nur noch ein Scheiß Deutsch, immer so geizig. Dabei bin ich nicht mal Deutscher, weder auf dem Papier noch sonst irgendwo. Wenn ich Deutscher wäre, vielleicht hätte ich ihm dann was gegeben, vielleicht würde ich mich dann hier sicherer fühlen, vielleicht wäre ich dann ein breitbeinig dastehender, klarkommender deutscher Mann, der nichts aus der Bahn wirft. Vielleicht würde ich mich ja als Deutscher in Deutschland zu Hause fühlen, als einer von vielen und nicht als Alien oder Englishman in New York. Vielleicht ist das auch einfach nur eine ziemlich beschissene Ausrede von mir. Sich selbst kleine Lügen zu erzählen, hilft eben manchmal. Als mich am Hauptbahnhof ein Polizist anhält, hilft nichts. Ich sehe nur auf seine Schuhe. Geschnürte, polierte Bündel, die ihm Stand und Haltung geben, damit er sich vor mich stellen und mich anhalten kann. Das sei eine verdachtsunabhängige Kontrolle, weil es ein gefährlicher Ort sei. Doch die einzige Gefahr, die ich wahrnahm, war dieser Polizist. Ich gab ihm einen blassblauen Plastikpersonalausweis. Er sieht ihn an, mich 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 an, er sieht mich an. Er möchte meine Tasche kontrollieren, mich abtasten, mitten am Bahnsteig, wo alle mich sehen können. Und ich weiß, dass ich das verweigern darf. Aber mein Mund verweigert den Dienst, also lasse ich es geschehen. Die Leute sehen zu mir herüber, als ob ich kriminell wäre. Und ich fange an zu zittern und bibbern und beben wie Herbstlaub unter dem Besen, wie ein Mixer voller Steine. Vollkommen versteinert stehe ich dort und zittere. Und als er sich dann endlich sicher ist, dass meine Kopfhörer und Bücher und Kondome nicht voller Drogen sind, fragt er mich noch, wieso ich denn so zittere, wenn ich doch nichts zu verbergen habe. Ich schüttle nur den Kopf. Kopfloser Vollwichser, will ich ihm entgegenschreien. Aber ich halte nur den Mund und meine Tasche und packe meine Zunge wieder ein und meine Tasche. Als ich mich gestern selbst anrief, fiel mir auf, wie lang das doch alles her ist. Als ich abnahm, erzählte ich mir nur, dass es besser werden konnte. Ich konnte es nicht glauben. Ich musste mir hoch und heilig versprechen, dass es keine dieser kleinen Lügen war, die ich mir eben manchmal erzählte. All die Ticks und die Angst und die Wut und die Scham sind wirklich abgelöst worden durch Erleichterung. Leichtigkeit, leicht verpeilt bin ich immer noch. Aber all die Arbeit, die ich in mich reingesteckt habe, die anderen in mich reingesteckt haben, all die Früchte, die diese Arbeit jetzt endlich trägt, all die Pflanzen, die auf den nachdenklichen Furchen auf meiner Stirn wachsen, all das Leben, das mir ins Gesicht geschrieben steht, als ob ich in einer Druckerpresse geschlafen hätte. All das berichte ich mir selbst am Telefon. Und natürlich ist alles rosig, denn rosig bedeutet wie Rosen, und Rosen sind schön und trotzdem haben sie Dornen, und mein Leben ist schön und trotzdem falle ich manchmal in alte Muster zurück. Aber das ist okay, solange ich mich nicht an die Dornen kralle, sondern die Blüte genieße. All das berichte ich mir selbst am Telefon. Und dann lege ich auf, denn ich möchte es mir nicht nur erzählen, sondern auch zeigen. Danke fürs Zuhören.